So, nachdem wir gestern nun einen tollen freien Tag hatten, können wir heute wieder loslegen mit dem Thema 104.5. Datei Zugriffsrechte und Eigentümerschaft verwalten. Gut, wir haben jetzt schon öfters Dateien angelegt, haben uns Dateien angeschaut und sonst was. In den letzten Kapiteln ging es also schon ganz schön über Dateien hin und her. Aber wir müssen natürlich auch mal schauen, was dürfen denn unsere Leute. Wir fangen erstmal mit ein bisschen was Allgemeinen an. Grundsätzlich gibt es bei den Rechten unter Linux 3 Gruppen. Das ist einmal die User-Gruppe, das ist immer der Eigentümer, so kann man das auch besser sagen. Es gibt die eigentliche Gruppe, kommen wir gleich dazu, und es gibt Utter. Kurz gesagt, wenn ich eine Datei anlege, dann bin ich Eigentümer dieser Datei. So ist standardmäßig Linux eingestellt. Meine Gruppenrechte sind also immer, man sieht es unten im Binärsystem, sind die erste Zahl. Ich habe hier ein paar Beispiele aufgezählt, ich erkläre gleich noch ein bisschen was genaueres, aber wir sehen die erste Zahl 001. Die erste Zahl, das ist, nein, anders, wir müssen es anders auswählen. Unten habe ich ein Beispiel 640, das ist die richtige Zahl. Ne? Beispiel 640, hier, ich markiere es euch nochmal, damit ihr seht, wo ich gerade bin. An diesem Bereich bin ich gerade. Dieses Beispiel 640, die erste Zahl, also die 6, das ist meine Eigentümer, also für den User, für den Inhaber dieser Datei, das ist mein Recht. Was genau ist, erkläre ich euch gleich. Die zweite Zahl, in dem Fall die 4, das ist für die Gruppe. Ein User, also meine Wenigkeit, die ist ja immer in irgendeiner Gruppe. Ich gehöre ja einer Gruppe an. Standardmäßig ist die Gruppe genauso, wie auch mein Username ist. Also für jeden User, den ich anlege, wird auch eine Gruppe erzeugt, die genauso heißt. Das ist der Standardfall. Es kann aber auch sein, dass es ja eine Gruppe gibt von mehreren Leuten. Ist ja logisch, das ist ja der Sinn einer Gruppe. Dass ich zum Beispiel eine Gruppe Mitarbeiter mache und alle, die da drin sind, dann lege ich halt beim Anlegen den User in die Gruppe Mitarbeiter mit rein. Und jetzt ist es so, ich gehöre der Gruppe Mitarbeiter an. Und wenn ich jetzt eine Datei erstelle, dann wird automatisch die Datei meinem User hinzugefügt und der Gruppe Mitarbeiter. Mitarbeiter haben dann das Recht mit der Nummer 4. Kommen wir gleich dazu, was es ist. Und dann gibt es noch alle anderen, also alle anderen, die nicht ich bin und die auch nicht in meiner Gruppe sind. Das sind die Utter. Ja, das sind die anderen. So ergeben sich die 3 Zahlen. Root sind von diesen, also Root ist grundsätzlich von diesen 3 Zahlen immer ausgenommen. Root darf alles. Bums. Mehr ist es nicht. Mehr muss man sich eigentlich mit Root nicht merken. So, die ganzen Rechte, die werden nach dem Binärsystem vergeben. Wie das Binärsystem funktioniert, habe ich schon mal in einem extra Video gemacht, könnt ihr in meinem Kanal mal nachschauen, da einfach mal Binärsystem eingeben, falls jemand das nicht möchte. Falls jemand das nicht weiß, Entschuldigung. 001, also wenn wir den ersten Bit setzen, dann bedeutet es ist execute, also das ist ausführbar. Execute X auch genannt, X, W und R, das wird nachher später noch wichtig. X ist also execute, es ist ausführbar. Merken wir uns erstmal so, wir machen jetzt gleich ein paar Beispiele, dann werden wir das sehen. Ihr könnt es auch selber mal durchprobieren. Wenn der zweite Bit gesetzt wird, dann ist es der Wert 2, ne? Binär 010 ist der Wert 2. Das ist W für writable oder write, also schreibbar. Wenn ich also, ja gut, bleiben wir erstmal so, wenn ich den Wert 100 setze, also binär 100 ist in Dezimalschreibweise die 4, dann habe ich ein R für readable. Wenn ich jetzt also wie unten das Beispiel 640 habe, die 640 als Rechte auf einer Datei, dann ist die 6, habe ich schon gelernt, für den User. 6 ist die Zusammenrechnung, ja, aus 4 und 2, das heißt, er kann lesen und schreiben. Ja, wir rechnen 4 und 2 zusammen, oben aus dem Beispiel. Das heißt, wir können lesen und schreiben als User. Aber die Gruppe, zu der ich gehöre, die hat nur die 4. Das heißt, die Gruppe darf nur lesen, aber nicht schreiben auf die Datei. Und die 0 hinten dran, also alle anderen, die haben gar keine Rechte. Die dürfen weder lesen noch schreiben und das Recht nicht ausführen. Das sind erstmal grundsätzlich die Werte. Wir hätten ja ein Beispiel noch, zum Beispiel eine 700. Zum Beispiel gibt es auch ganz oft. Das würde bedeuten, die 7, ne, rechnet sich zusammen aus 1 plus 2 plus 4. Das heißt, wir haben alle Rechte beim User. Der darf also lesen, schreiben und ausführen. Aber die Gruppe darf nichts. Und alle anderen dürfen auch nichts. Das wäre die 700 als Beispiel. Ne, wir können jetzt hier ein paar Kombinationen gerne uns ausdenken. Der Wert 5, was weiß ich, 555 zum Beispiel, würde bedeuten, die 5 setzt sich zusammen aus Read und Execute, wobei 555 nicht so sehr viel Sinn macht. Wenn ich ausführen kann, dann weiß ich ja auch was drin, aber egal. Dann würde theoretisch, also die 4, es ist lesbar und es ist ausführbar. Das wäre die 555 und zwar für jeden. Für den User, für die Gruppe und für die Allgemeinheit, also für jeden anderen.
Was haben wir denn noch als Beispiel? Ich mache mal noch ein drittes Beispiel, damit ihr das vielleicht noch ein bisschen besser nachvollziehen könnt. Wenn ich jetzt, ich möchte zum Beispiel, dass der User alle Rechte hat, aber die Gruppe soll nur lesen und schreiben. Und alle anderen, die sollen nur lesen können. Also alle Rechte, können wir uns erstmal grundsätzlich merken, ist immer die 7. Das ist einfach relativ gemerkt. Ne? Wir haben sowohl Lese-, Schreib- und Ausführrechte. Die Gruppe soll nicht ausführen können. Die soll nur lesen und schreiben können. Nur lesen und schreiben, gucken wir mal. Lesen, das ist die 4. Und schreiben ist die 2. 4 plus 2 ist also 6. Wir merken also, bis jetzt haben wir 7, 6 stehen. Und alle anderen, die sollen auch nicht mehr schreiben können. Die sollen nur noch lesen können. Nur lesen ist die 4. Das heißt, wir haben 7, 6, 4 als Dateiberechtigung, wenn ich alles darf. Die Gruppe, die ich angehöre, darf lesen und schreiben und alle anderen dürfen nur noch lesen. Das wäre so ein Beispiel. Es gibt noch ein paar Vereinfachungen, dazu kommen wir gleich noch, aber das muss erstmal sitzen. Im Buch dazu gibt es auch nochmal riesengroße Kapitel, wie was funktioniert. Ich habe auch ein extra Video zu diesem Thema gemacht, da habe ich das alles noch ein bisschen ausführlicher gezeigt. Wenn euch das interessiert, gebt ihr einfach mal chmod zum Beispiel, das ist der Befehl, kommen wir auch noch dazu, gebt ihr einfach mal bei mir in der Kanalsuche ein, dann findet ihr auch das Video, dann könnt ihr euch das in Ruhe mal anschauen. Da habe ich das alles, wie gesagt, noch ausführlicher erklärt. Gut. Das Prüfen von Berechtigungen. Grundsätzlich, das Prüfen von Berechtigungen ist total einfach. Das macht nämlich der ls-Befehl gleich mit. Wenn ich ls-l mache, um mir ein Verzeichnis aufzulisten, daher das minus l, dann wird mir vorne dran immer was angezeigt. Zum Beispiel wie hier das drwx r-x-w-. So, jetzt gehen wir es mal nacheinander durch. Das d ganz vorne dran, das steht in dem Fall für Directory. Wenn dort ein l stehen würde, dann wäre es ein Link. Und wenn dort gar nichts steht, dann ist es eine Datei oder ein Strich steht. So muss man ja genau sagen. Ja? Also D wissen wir schon mal. Das, was wir hier sehen, dahinter würde dann noch alle möglichen Dateiinformationen stehen. Das habe ich ja weggelassen. Es geht ja nur um die Rechte. Wir wissen also schon mal anhand dieser Aufführung, dass es hier um ein Verzeichnis geht, was wir hier uns gerade anschauen. RWX, die ersten drei Buchstaben, heißen also, ist es genau dasselbe wie eine 7. R für Read. W für Write und X, deswegen habe ich euch vorhin gesagt, das X wird später noch interessant, das ist Ausführrecht. Also man kann auch Rechte so darstellen. R, W, X, Read, Write und ausführbar, also Execute. Und das, die ersten drei Buchstaben, also das erste Buchstabe ist erstmal, was es überhaupt ist. Ein Link, ein Verzeichnis oder eine Datei. Die ersten drei, dann die nächsten drei Buchstaben, 2, 3 und 4. Stelle von diesem Ding, das sind die Userrechte. Dann kommen wieder drei Buchstaben, in dem Fall ist es R, ein Strich und ein X. R steht für Lesen, Readable. X, also das W ist nicht gesetzt, da ist ein Strich, ja, haben wir nicht. Und X ist ausführbar, das heißt, das Teil ist Read und Execute. Aber was anderes haben wir nicht. Und dann steht dort wieder etwas, und zwar minus W minus. Minus heißt in dem Fall für R, R also Readable, haben wir nicht, lesen dürfen sie nicht. Sie dürfen schreiben, aber nicht lesen, auch sehr interessante rechte Wahl, aber ist egal, in dem Fall stimmt das schon so. W steht in dem Fall für Schreiben, ne? Writable, können sie also machen. Und X haben sie nicht, da ist wieder ein Strich drin, das heißt, sie dürfen nur schreiben. Das ist eine andere Aufführung von Benutzerrechten, aber wenn man einmal verstanden hat, User, Gruppe und Other. Und das hat immer drei Buchstaben dazugehören, dann kann man das eigentlich ganz leicht lesen. Ja, also User darf alles, Gruppe darf nur lesen, ausführen und alle anderen dürfen nur schreiben. Wie gesagt, ein merkwürdiges Verzeichnis, aber darum geht es jetzt in dem Beispiel gar nicht. Das habe ich mir einfach nur so ausgedacht, um irgendwas hier hinschreiben zu können. Die Rechte zu vergeben. Um die Rechte zu ändern von Dateien oder auch Verzeichnissen oder Link, was auch immer, dann nutzen wir chmod, changemod, modification, je nachdem. chmod minus und dann großes R ändert Rechte rekursiv. Ja, großes R, großes R, so, ändert Rechte rekursiv. Rekursiv bedeutet, dass ich jetzt zum Beispiel Verzeichnis angebe, slash etc, macht das bloß nicht, aber nur als Beispiel, chmod minus r und dann slash etc, dann wird nicht nur das etc-Verzeichnis an sich geändert, sondern auch alle Verzeichnisse, die unten drunter liegen. Macht das bitte nicht, das ist keine gute Idee, aber das könnte man mit diesem Befehl dann machen. Minus v ist auch hier wieder der Verbose-Modus, also wieder mehr Informationen. Und minus c gibt Infos über wirkliche Änderungen aus. Wenn also eine Datei schon die Berechtigung hat, dann wird sie ja nicht geändert, wird sie nicht ausgegeben. Und wenn eine Datei geändert wurde, dann sehen wir das nochmal als Ausgabe. Ein bisschen anders, also wie verbose. Bei verbose würden wir alle Informationen sehen, auch Dateien, die nicht geändert worden sind. Könnt ihr mal ausprobieren, einfach mal mit minus C und minus V. Bitte nicht in etc ausprobieren. Macht euch ein Verzeichnis in eurem Home-Verzeichnis.
legt da ein paar sinnlose Dateien an, macht da ein bisschen was drin herum und dann öffnet ihr mal ein bisschen was mit chmod, oder nicht öffnen, sondern dann schreibt ihr mal ein bisschen was mit chmod um, mal mit minus v, mit minus c, hin und her, dann werdet ihr sehen, was ich meine. Bitte nicht etc verändern, das macht jede Menge Arbeit. So, Vergabe von Rechten mit chmod kann man ebenfalls ein bisschen anders machen. Und zwar, also was heißt anders? Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, wir haben es schon gelernt, ne? Wir können binär arbeiten, also da kommen diese schönen Zahlen raus. Wir können aber auch mit diesen Buchstaben arbeiten. Viele von euch werden sich relativ schnell die Buchstaben aneignen. Ich muss gestehen, ich bin so ein bisschen Freund von den Zahlen geworden, weil es einfach kürzer zu schreiben ist. Aber das muss jeder von euch wissen. Grundsätzlich ist dem Linux egal, wie er es angeht. Hauptsache, es wird eine geben und gut ist. chmod, wie gesagt, kann unterschiedliche Optionen verwenden. Hier habe ich mal so ein Beispiel. chmod u plus x, g minus r und o ist gleich rwx. Und dann gibt mir eine Datei an. In dem Fall Punkt Slash, haben wir schon gelernt, relativer Pfad, Datei. In dem Fall heißt die Datei einfach nur Datei. Ist also in dem Verzeichnis, wo wir uns gerade befinden. Haben wir alle schon gelernt? Kennen wir schon. Kurze Erklärung. Der User bekommt nach diesem Befehl zusätzlich Schreibrechte. Das Plus interessiert sich dabei nicht, was vorher gewesen ist. Es interessiert sich nicht für Lese- und auch nicht für Schreibrechte, wenn wir, ich sehe gerade, das ist, sind mit plus x sind keine Schreibrechte. Ich sehe gerade, da habe ich ja einen Fehler. Ich schreibe das mal so. Entschuldigung, ich habe es gerade selber erst gemerkt, wo ich das hier gerade vorgelesen habe. Die Ausführrechte haben wir natürlich bei x, ne? Execute. Schreibrechte wäre ja writable. Müsste ich dann W schreiben. Genau. U plus X interessiert sich nicht für Leserechte, also nicht für das Read und auch nicht für das Write, sondern interessiert sich nur für die Ausführrechte, für das Execute. Und dabei ist auch egal, ob er vorher schon Ausführrechte hatte oder nicht. Es bügelt das einfach nochmal drüber und gut ist. Ja, also nach diesem Befehl U plus X hat er auf jeden Fall Ausführrechte, egal was vorher ist. Es wird nichts geändert. Das Minus arbeitet genauso, es nimmt halt was weg. Ne? Bei der Gruppe habe ich jemanden Leserechte, also Read-Rechte entzogen. G, der Gruppe, U steht für User, G steht für Gruppe, O steht für Other. Ne? Logisch, haben wir schon gelernt. Der Gruppe entziehe ich das R, also ich entziehe der Gruppe das Leserecht. Kann man auch so angeben. Und dann habe ich hinten noch O ist gleich und ist gleich spügelt das auch wieder drüber. Ne? Also ist gleich setzt die kompletten Rechte. Da kann ich RWX schreiben, da muss man aufpassen, bei, wenn ich da jetzt zum Beispiel nur schreibe, O ist gleich X, dann setze ich kein R und kein W. In dem Fall wird beides überschrieben. Also ich muss bei ist gleich, wie es der Name schon sagt, setzt die Rechte komplett. Also, ne, nochmal, wenn ich jetzt nur O ist gleich X schreibe, dann hat er zwar Ausführrechte, aber keine Lese- und keine Schreibrechte, auch wenn er sie vorher hatte. Da ich aber ein ist gleich schreibe, wird das einfach weggebügelt. Ich gebe es nicht mit an und er setzt die Rechte, er nimmt es in dem Fall weg. Okay? So, wir haben es in einem Befehl, wir haben es schon gesehen, wir können also in chmod mit Komma mehrere Dinge gleichzeitig machen auf einer Datei. Wir können natürlich auch nur einzelne Sachen schreiben und wir können also mit Plus arbeiten, mit Minus arbeiten und mit einem Ist gleich arbeiten. Die Dinge sind selbsterklärend, dass ein Plus was dazu bringt, ein Minus was wegnimmt und ein Ist gleich etwas festsetzt. Das ist das jetzt. Ab sofort gleich. Ich wollte das irgendwo nochmal einbringen. Das ist eigentlich selbsterklärend. Aber wichtig ist, Plus und Minus interessieren sich nur für die angegebenen Parameter. Das Ist gleich bügelt alle Rechte rüber. Und wenn ich sie nicht angebe, dann sind sie nicht da. Ganz einfach. Probieren ist einfach zu verstehen. Wenn man hier mal nach unten schaut, ich habe das extra nochmal gebracht. A ist gleich, A ist noch der dritte Befehl, ist für all. Also all umschließt den User, die Gruppe und other. Das sind all, das kann man mit A angeben bei chmod. Ist gleich rx. Hier habe ich das mit Absicht, das w mal, ich habe das schon wieder mit ausführen. Was ist denn los mit mir? Lese- und Schreibrechte. Schreibrechte gebt mir nicht mit X, lieber Ricardo. Mann. So, machen wir es einfach mal so. Jetzt stimmt nämlich auch der Befehl wieder. Was ist denn los gewesen bei mir? Oben vertauscht, unten vertauscht. Jetzt stimmt es aber wieder. Also, chmod A ist gleich RW. Read und Write. Alle bekommen Lese- und Schreibrechte, aber niemand darf ausführen. Auch nicht, wenn die Datei vorher ausführbar für irgendjemand gewesen ist. Durch das ist gleich bügel ich das Ausführen überall weg, weil ich es hier nicht mit angebe.
Okay, ich hoffe, das hat jeder verstanden. Zusätzlich sieht man noch, es gibt noch ein A für all, damit ist gut. Also wenn man nicht immer schreiben will, U ist gleich RWX, G ist gleich RWX und U ist gleich RWX, dann kann man einfach schreiben, A ist gleich RWX. A steht für all. All ist nicht other, sondern alle. User, Gruppe und die other. Okay. Ihr seht schon, ist ganz schön verzwickt, also deutlich verzwickter als bei Windows, wo man rechte Maustaste drückt, dann ist gut. Aber wenn man das einmal verstanden hat, ist es ein furchtbar geiles System, weil da kann man richtig, richtig gute Systeme einstellen damit. Unten haben wir nochmal die Schreibreise in 760, wobei, das habe ich ja auf der letzten Folie schon ein bisschen weiter geschrieben. Alle Userrechte, die 7, ist da. Die Gruppe darf nur lesen und schreiben und Other ist die dritte Zahl, die 0 hat gar nichts. Und dann natürlich wieder die Dateiangabe. Okay. Ihr seht schon, es gibt unterschiedliche Schreibmethoden. Auch hier, probieren. Ist eigentlich ganz einfach. Danach gibt es drei extra Bits, Spezialbits. Das SUID. SGIT gibt es noch ein Sticky-Bit, aber kommen wir gleich noch dazu. Wir gucken uns erstmal SUID bzw. SetUID an. Das ist ein Bit, was in den Rechten mitgesetzt werden kann. Kann man mit LS-L auch anzeigen lassen. Ganz unten sehen wir ein Beispiel, aber Schritt für Schritt. Wird immer als Inhaber anstatt des angemeldeten Users ausgeführt. Ein Beispiel habe ich hier auch geschrieben, die Pass-WD. Die Pass-WD wird immer als Root ausgeführt, um in die etc/shadow schreiben zu können. Die /etc/shadow-Datei ist eine Datei, die niemand lesen darf außer Root. Problem bei der Geschichte, wenn ein User sein Passwort ändern will, oder der User, keine Ahnung, ja, sein Passwort ändern will. Bleiben wir bei dem Beispiel. Dann würde das ja bedeuten, also in der Pass-WD drinne, also der Befehl Pass-WD, der greift ja auf die Shadow-Datei zu, denn da drinne steht ja sein Passwort in verschlüsselter Form, gehashte Werte und so ein Spaß. Ne? Und wenn er aber die Shadow-Datei nicht öffnen dürfte, dann würde bedeuten, dass der User selbst sein eigenes Kennwort nicht ändern darf. Allerdings ist es auch nicht sonderlich clever, die Shadow-Datei für jeden beschreibbar zu machen. Denn das macht ja den Sinn und Zweck dieser Datei nicht mehr her, weil wenn jeder die Hash-Werte von anderen sehen kann, ist das ja nicht wirklich sicher. Kurz gesagt, wir brauchen irgendwie eine Methode, damit man zwar da reinschreiben kann, man selbst aber damit nichts anfangen kann. Also man selbst darf da nicht reingucken, man muss aber schreiben können. Und genau hier kommt das SUID zum Tragen. Denn wenn man Pass-WD schreibt, dann wird es immer mit Root ausgeführt. In diesem Beispiel, Pass-WD gehört dem Root. Und da das Pass-WD mit SUID gekennzeichnet ist, würde bedeuten, wenn irgendjemand Pass-WD startet, dann wird automatisch nicht als angemeldeter User, also zum Beispiel als Nutzer, sondern als Root die Datei ausgeführt. Und Root darf natürlich sehr wohl in die Shadow-Datei schreiben, als einziger. Und da passiert dann natürlich nichts mehr. Und auch nur der Befehl Pass-WD wird als Root ausgeführt. Alles, was ich danach eintippe oder sowas, selbstverständlich nicht mehr. Also wirklich nur dieser eine einzige Befehl. Zu erkennen ist es bei ls-l am S, beziehungsweise großes S in den User-Rechten. Wir gucken uns unten das mal an. Wir wissen das. Und der erste Strich ist die Anzeige, was es überhaupt ist. Also da können D stehen für Directory, dann ist es ein Verzeichnis. Da können L stehen für einen Link oder eben wie in diesem Beispiel gar nichts, dann ist es eine Datei. Das ist ein Strich, ist eine Datei. Und dann fangen die drei Dinge an, die für den User zählen. In dem Fall R-S. R ist klar, er ist lesbar. Er hat keine Schreibrechte, aber Ausführrechte. Und die Ausführrechte haben wir ein S stehen statt ein X. Und wenn dort ein kleines S steht, dann bedeutet das, er hat Ausführrechte. Also das bedeutet, ein kleines S ist gleichzusetzen mit einem X. Aber auch das SUID ist gesetzt, das SetUID-Bit ist gesetzt. Bei einem großen S, wenn dort ein großes S stehen würde, dann ist das SetUID auch gesetzt, aber es darf nicht ausgeführt werden. Ja, also da ist, als wäre das X nicht vorhanden. Und das X ist nicht vorhanden für den Inhaber und somit ist jeder, der die Datei ausführt, nicht berechtigt, also der sie ausführen will, nicht berechtigt, sie zu starten. Jeder, automatisch. Ich brauche also nicht bei den anderen noch irgendwas rumsetzen, das ist in dem Fall, wird das eh überschrieben, weil ich habe bei einem Anfang schon ein großes S drin stehen und große Dinge, ich merke mir das immer so, in einem großen Raum ist Leere, so merke ich mir das immer. Ich weiß nicht genau, ich versuche mir da immer so Eselsbrücken zu bauen, vielleicht ist das auch totaler Quatsch. In einem großen Raum ist viel Leere und Leere ist gleich, da ist nichts. Da ist nichts drin. Großer Raum, nichts drin. Großer Raum, nichts dahinter. So versuche ich mir das immer zu merken. Währenddem ein kleines S
zusammen mit allen anderen Buchstaben, die ebenfalls alle klein geschrieben sind, bedeutet, dass das Bit gesetzt ist. Okay? Also, wenn das Bit gesetzt wird, steht dort auf jeden Fall ein S. Der einzige Unterschied, ob es aktiv oder nicht aktiv ist, ist ein großes oder kleines S. Wenn ein kleines S ist, dann wird das gleichgesetzt mit dem X. Wenn es ein großes S ist, wird es gleichgesetzt, als wäre dort nix. X und nix. Wow. Ist am Anfang ein bisschen schwierig zu verstehen. Am einfachsten, ihr schaut euch den Passwd-Befehl an und schaut euch die Shadow-Datei an. Dann versteht ihr vielleicht einfacher, was ich meine. Oder ihr setzt einfach selber dieses Bit und probiert das einfach einmal aus. Im Buch dazu stehen auch noch ein paar Befehle dazu, könnt ihr auch nochmal durchgucken. Ist genau dasselbe. Wie gesagt, diese Bits sind etwas speziell, aber wenn man einmal verstanden hat, was die machen, ist es gar nicht so kompliziert. Das mit dem kleinen S, groß S und X und doch nicht X, das ist ein bisschen, gebe ich ehrlich zu, das ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Und aus dem Grund gebe ich wie immer den Tipp, probieren, probieren, probieren. Dann habt ihr es irgendwann im Kopf. So, nicht, dass ihr denkt, das war's schon. Ich habe ja gesagt, es gibt drei spezielle Bits. Genau, das S-Git oder auch Z-Git ist ebenfalls so ein tolles Bit. Es wird immer mit als Gruppenmitglied als anstelle des angemeldeten Users ausgeführt. Also genau dasselbe. Bei dem User-ID, also S-U-ID, haben wir immer mit dem User ausgeführt, der die Datei erstellt hat. Bei SG-ID, ja, nur das U zu einem G gewechselt, haben wir es immer mit der Gruppe ausgewählt. Also bis hierhin schon mal einfach zu merken, User macht immer den Ersteller der Datei und Gruppe macht immer Gruppen als Gruppenmitglied von dem Ersteller der Datei. Ja. Zu erkennen ebenfalls am ls-l, ebenfalls dort mit S und Groß-S, ist ja das gleiche. Das kleine S ist wieder, dass es bedeutet, es ist gesetzt. Und hier habe ich mal ein Beispiel gemacht. Das sieht man natürlich nur an einem Verzeichnis in dem Fall. Oder hier habe ich es mal gesehen mit einem Verzeichnis, so wollte ich sagen. Ein D wissen wir, das ist das Verzeichnis, Directory. Dann kommen die drei User-Dateien, also die drei User-Rechte. Read, write hat er nicht. X, ausführbar. Dann hat er Lesen, ist nicht für die Gruppe. Es ist allerdings schreibbar und es ist nicht ausführbar. Großes S ist das X nicht gesetzt. Ja, das müssen wir merken, weil das liegt ja auf dem X drauf. Und dementsprechend ist es nicht gesetzt, aber das Z-Git oder das S-Git, das ist gesetzt. Dieses super tolle Gruppenmitglied-Bit. Und dann kommen die Utter-Rechte, die dürfen nur noch lesen, weder schreiben noch ausführen. Ich habe hier unten noch ein Beispiel reingemacht. Wenn ich jetzt in diesem Verzeichnis, was ich da als Beispiel nenne, ne, mit dem D, sehen wir das Verzeichnis, wenn ich in dem Verzeichnis eine Datei erstelle, dann wird sie automatisch dieser Gruppe hinzugefügt. Auch praktisch. So kann ich zum Beispiel ein Verzeichnis erstellen. Ich überlege gerade, wo haben wir mal ein gutes Beispiel? Gibt es vielleicht sogar schon sowas? Nee, fällt mir jetzt gerade nichts ein, aber das macht nichts. Ich kann zum Beispiel ein bestimmtes Verzeichnis ist nur von Gruppenmitgliedern lesbar. Ja, es ist natürlich doof, wenn ich kein Gruppenmitglied bin. Jetzt möchte ich da irgendwas reinschieben und jetzt soll automatisch die Gruppe immer drauf zugreifen können. Geht ja standardmäßig nicht. Das kann ich so machen, ich kann sie erstellen und könnte den Eigentümer auf die Gruppe ändern. Dann dürfen sie es wieder. Ich könnte natürlich auch einfach auf das Verzeichnis, wo ich es erstellen möchte, einfach dieses blöde Bit da setzen. Es ist tatsächlich ein blödes Bit, ich gebe es ja zu. Aber es geht. Ich könnte es einfach setzen, dieses Bit, und dann wird jede Datei und jedes Verzeichnis und so weiter, was da drinnen gesetzt wird, automatisch der Gruppe zugeordnet. Auch wenn ich einer anderen Gruppe angehöre, ich darf da drinnen vielleicht schreiben, weil ich die Utter-Rechte vielleicht habe. In dem Fall jetzt nicht, aber ich könnte man ja Schreibrechte geben. Und sobald ich die erstellt habe, wird die automatisch da zugeordnet und jeder kann sie lesen. Ist vor allen Dingen dann interessant, wenn ich einer anderen Gruppe angehöre, wie die anderen Leute da innen drinne. Ja? Oder es ist zum Beispiel ein Verzeichnis, vielleicht machen wir ein Beispiel aus dem Alltag. Es gibt vielleicht die Mitarbeiter in der Buchhaltung und es gibt die Mitarbeiter im Verkauf. Und es gibt ein Verzeichnis, wo beide drauf zugreifen sollen. So, jetzt ist es so, ich möchte nicht, dass alle Mitarbeiter in einer Gruppe sind, damit die alle in das gleiche Verzeichnis schreiben können. Ja, das möchte ich nicht. Aber ich möchte zum Beispiel, dass die Mitarbeiter aus der Buchhaltung in dieses Verzeichnis reinschauen können. Jetzt gebe ich das Verzeichnis der Buchhaltung, sage ich jetzt mal, und setze dieses Bit. Und wenn jetzt die Verkäufer, oder habe ich die Verkauf genannt? Ja, ne? Die Verkäufergruppe, wenn ich denen jetzt erlaube, in dem Verzeichnis irgendwas anzulegen, dann wird es automatisch
ohne dass die was machen müssen, der Buchhaltung zugeordnet. Und somit kann die Buchhaltung das lesen, der Verkäufer kann das anlegen, alles drum und dran nehmen, und die Buchhaltung kann das lesen, ohne und auch herumschreiben, ohne dass ich irgendwas Spezielles setzen muss. Das ist also ganz praktisch, sage ich jetzt mal, ohne dass ich irgendein Verzeichnis brauche, wo auch Adder drin rumlesen können. Denn alle anderen, die nicht zur Buchhaltung und die nicht zum Verkauf gehören, was weiß ich, die Technikergruppe fällt mir jetzt gerade so ein, die hat ja weder die Buchhaltungsgruppe noch irgendwelche Rechte, weil die gehören ja den Adder an, ne? Die sind ja die anderen Leute, die dürfen da drin gar nichts machen. Die dürfen da weder lesen noch schreiben noch sonst irgendwas, und das ist ja ganz praktisch. Und somit kann ich das mit einem Verzeichnis und diesen blöden Bit, kann ich dann solche Verzeichnisstrukturen erstellen. Ich bin jetzt aber mal ganz ehrlich, ich brauche das zur Prüfung und ich vermutlich danach nie wieder. Ich gebe es ehrlich zu, trotzdem bei der Prüfung muss man es leider wissen. Als drittes besonderes Bit gibt es das Sticky-Bit. Das Sticky-Bit ist nur auf Verzeichnisse anwendbar, genauso wie das User-ID-Bit eigentlich nur auf Dateien Sinn macht, nicht auf Verzeichnisse, weil wie will ich ein Verzeichnis mit einem User ausführen? Das macht keinen Sinn. Also das SUID macht nur auf Dateien Sinn, und das Sticky-Bit, das ist das dritte Art von Bit, macht nur auf Verzeichnisse Sinn, während das Gruppen-Bit sowohl als auch für beides nutzbar sein könnte, wobei ist eigentlich auch nur bei Verzeichnissen sinnvoll. So, Sticky-Bit. Das Sticky-Bit ist mit Absicht ein anderer Name, weil es auch ein bisschen andere Arbeit macht. Auf ein Verzeichnis angewendet kann nur der Besitzer einer Datei, ein Gruppenmitglied und Root die Datei löschen oder umbenennen. Das Sticky-Bit ist also sozusagen, wie soll ich sagen, ich hätte jetzt fast gesagt ein Sicherheits-Bit, aber das kann man, glaube ich, so nicht in der heutigen Zeit sagen. Wenn ich eine Datei gebe, aber zu erkennen erstmal an dem T, da gibt es nur ein kleines T. Entweder es ist gesetzt oder es ist nicht gesetzt. Wenn es nicht gesetzt wird, steht da das normale Recht. Und wenn es gesetzt wird, dann ist es immer so. Da ist es immer ein kleines T. Hier gibt es kein großes T. Hier gibt es immer ein kleines T. Deswegen hat man sich auch für einen anderen Buchstaben entschieden, weil es eben hier nur eine Option gibt. Und zwar nur das T. Gut, hätte man auch nur immer ein kleines S schreiben können. Aber ist halt Linux. Man muss ja auch irgendwas lernen können. Also nochmal, wenn ich jetzt ein Verzeichnis habe und setze dort dieses Sticky-Bit, dann darf nur der Besitzer einer Datei, also da innen drinnen, die Dateien, die da innen drin liegen, darf nur der Besitzer einer Datei da innen drinnen und ein Gruppenmitglied von der Datei diese Datei löschen oder umbenennen. Es geht immer nur um die Dateien, die unten drinnen liegen. Root darf das sowieso immer, also Root interessiert die Bits ja sowieso nicht, Root macht das einfach. Aber grundsätzlich ist das so bei einem Sticky-Bit, nur der Besitzer und ein Gruppenmitglied. Und es geht auch nur um die beiden Themen löschen und umbenennen. Das ist erst einmal, ja, ganz wichtig zu verstehen. Ja, gut, jetzt haben wir die drei Bits durchgesprochen. Unsere Köpfe qualmen. Wir müssen allerdings noch rausfinden, wie wir die drei Bits vergeben, sage ich jetzt mal. Das haben wir nämlich bei chmod vorhin mit Absicht nicht angeschaut. Da habe ich noch eine schöne Folie. Nützt nichts, müssen wir ja probieren. Wir haben schon gewusst, wir wissen ja bereits, Binärsystem, wie das vergeben wird mit den drei Zahlen und so weiter. Wenn wir jetzt das SUID, SGID bzw. das Sticky-Bit setzen wollen, dann setzen wir vor den ganzen normalen Rechten einfach noch eine weitere Zahl. In dem Fall, ich habe es unten als Beispiel aufgeschrieben, könnten wir für die User-Rechte 600 einfach, wenn wir noch ein gesetztes User-ID-Bit haben wollen, setzen wir davor, wie gesagt, eine 4. Somit haben wir die 4600. Das wäre die Zahlschreibweise. Auch hier zählt wieder das User-ID, steht ja anstelle des Users, ne? Das ist an dem Punkt zu sehen, wo normalerweise das X von dem User steht. Deswegen User-ID. Und das X, wie gesagt, also in dem Fall ganz vorne, ist die 4. So, merken wir uns. Das Gruppen-ID, da zu sehen, wo die Gruppe normalerweise bei den Rechten aufgeführt ist. Deswegen die 2 Gruppe, ne? 4, 2 und hinten dran steht dann die 1 für den Sticky. Wir können das aber auch ein bisschen einfacher machen. Unten, wenn wir es mit Buchstaben schreiben wollen, chmod G plus S, das G-Gruppe, ja, Gruppen-ID also. Und da wissen wir, ein kleines S überschreibt sozusagen das X, also wir setzen die Ausführrechte und zusätzlich das GUID. Ich weiß, es ist kompliziert und ich weiß auch, ich habe lange überlegt, wie ich euch das am besten zeige. Ich habe überlegt, zeige ich euch vielleicht doch kurz die Konsole oder so.
Ich möchte es aber wirklich eigentlich in der Playlist nicht machen. Ich möchte, dass ihr selbst in der Konsole arbeitet und selbst probiert. Ich möchte euch nicht immer alles vorkauen und dann sagen, ja, okay, jetzt seid ihr prüfungsrelevant oder jetzt seid ihr Prüfung vorbereitet und seid Linux-Administratoren. Probiert das aus, wirklich. Macht euch Verzeichnisse, macht euch Dateien, probiert. Das ist leider die einzige Methode. Es tut mir leid, wenn ich es so oft holen muss, aber ihr müsst es wirklich probieren. Wir haben noch 4 Folien vor uns, aber die sind nicht weiter schwierig. Die sind wieder deutlich einfacher als das CH-Mod. CH-Own, sagt eigentlich der Name schon, Change Owner, ändert den Eigentümer einer Datei, beziehungsweise eines Links oder eines Verzeichnisses. Logisch, sind die 3 Typen, die es gibt. Ne? Beispiel habe ich unten mal ein bisschen aufgeführt. Minus R kennen wir hier schon, das ist dasselbe wie bei CH-Mod, also würde rekursiv etwas ändern. Das heißt, alles, was unter Home-Nutzer neues Verzeichnis liegt, wird dann automatisch dem Nutzer hinzugefügt. Ne, der heißt in meinem Fall jetzt hier Nutzer. CHON, CHON steht da übrigens. Oh, das habe ich 3-mal falsch geschrieben. Mann, ist das peinlich. Also, vielleicht gibt es ja CHON wirklich, aber das, nein, um Gottes Willen. Was habe ich denn an dem Tag? Also, ich trinke keinen Alkohol, ne? Aber so langsam zweifle ich, ob ich vielleicht doch welches. Also, ich speichere das jetzt mal. Donnerwetter. Also, CHON, Nutzer, Doppelpunkt, Gruppe. Habe ich jetzt ja noch einfacher, hätte es nicht gehen können. Danach ein relativer Pfad. Nutzer ist immer dann Nutzername, logisch. Und dann gibt man mit Doppelpunkt die Gruppe an, die man es hinzufügen möchte. Das gleiche geht mit Punkt. Okay, wer keinen Doppelpunkt schreiben will. Man kann auch nur die Gruppe ändern, dann macht man nur den Doppelpunkt und lässt den Nutzer einfach weg. Und auch das geht natürlich mit einem Punkt statt einem Doppelpunkt. Wer zu faul ist, die Shift-Taste zu drücken, schreibt eben einen Punkt. Aber das sind so die Möglichkeiten, wie man den Owner ändert. Und wie gesagt, es heißt CH-Own und nicht CH-Won. Mann. Also, ihr könnt vielleicht verstehen, wo ich an dem Tag die Folien hier gemacht habe, dann musste ich mir ja auch Gedanken machen, wie schreibe ich alles auf. Und diese ganzen Sticky-Bits und UIDs und S-Git und die schwirren alle noch drin herum. Vielleicht ist es darauf zu führen, dass ich da hier einen Schreibfehler drin habe. Und vielleicht bin ich aber auch einfach nur doof. G-Group. Ja, Change Group soll das Ding heißen. Kann man wirklich nicht aussprechen, geht nicht. Change Group wird verwendet, um eine Gruppe einer Datei oder einem Link oder einem Verzeichnis zu ändern. Also, Change Group und dann geben wir den Gruppennamen an. Das macht nichts anderes wie CHON und dann Doppelpunkt und dann der Gruppenname. Das ist genau das gleiche, wie wenn ich Change Group mache. Auch hier haben wir wieder minus R für die rekursive Möglichkeit, alle möglichen Verzeichnisse, die da unten drunter liegen, auch mit zu verändern. Wie gesagt, Change Group, wer hätte es gedacht, macht tatsächlich nur die Gruppe und nicht die anderen Rechte. Als nächstes und vorletztes für heute, wir nähern uns dem Ende. U-Mask. U-Mask legt fest, mit welchen Rechten neue Dateien und Verzeichnisse erstellt werden. Warum hier welchen groß geschrieben wird, ich habe an dem Tag wirklich ziemlich viel. Entschuldigung. U-Mask, wie gesagt, ist ein Befehl. Die wird normalerweise in der etc-profile schon definiert, standardmäßig. Also wenn ihr euch einloggt, wird ja etc-profile eingelesen. Und standardmäßig ist die U-Mask auf 22 gestellt. Auch hier muss man wieder ein bisschen hin und her rechnen. Denn standardmäßig, wenn ich eine... Moment, mir kurz überlegen. U-Mask, was ist das eigentlich? Wenn ich jetzt eine Datei unter Linux anstelle, ohne UMAS, wir lassen die UMAS-Geschichten jetzt komplett weg, wenn ich die jetzt erstelle, dann wird standardmäßig der Wert 666 bei Dateien als Dateiberechtigungen. Das heißt, jeder lesen und schreiben, keiner ausführen. Und bei Verzeichnissen 777, das heißt, jeder darf alles. So müssen wir es mal kurz erklären. So wird es standardmäßig erstellt. Das heißt, kurz gesagt, jeder darf lesen und schreiben auf allen Dateien und jeder darf lesen und schreiben und ausführen auf allen Verzeichnissen, die ich standardmäßig anlege. Das ist eine doofe Vorgabe. Kein Mensch braucht Verzeichnisse, wo jeder alles darf. Das braucht man am wenigsten von allen. Trotzdem ist das ja Standard. Und das ist doof. Jetzt gibt es UMAS. UMAS, wie gesagt, wird automatisch in der etc-profile definiert. Alternativ kann man das auch in die Bash-Profile schreiben. Ich habe es nochmal hingeschrieben, die Bash-Profile ist nur für den einen Nutzer. Die etc-profile ist für das gesamte System. Das ist die Systemweite, die, man sieht es auch in der tilde/.bash-profile ist die Datei, die bei euch im Profil liegt. Wenn ihr euch einloggt, eine andere UMASK wollen, dann tragt ihr sie dort ein, dann könnt ihr es verändern. Das ist eure Entscheidung. Die UMASK von 22, die standardmäßig gesetzt wird, entspricht dann... Die 22 müsst ihr euch jetzt vorstellen, die wird jetzt von den 666, beziehungsweise bei Verzeichnissen, von den 777 abgezogen.
Und dann ergibt sich ein Standardverhalten, wenn ich eine Datei anlege, von 644 beziehungsweise bei Verzeichnissen 755. Und das macht schon deutlich mehr Sinn, als jedem alle Rechte zu geben. 644 und 755 sollte jetzt doch ein bisschen klar sein. Wenn nicht, habt ihr nicht genügend geübt. Die UMAS 22 könnt ihr natürlich auch verändern. Zum Beispiel könnt ihr auch UMAS, keine Ahnung, ich weiß nicht, 66 schreiben, so als Beispiel. Dann habt ihr grundsätzlich, wenn ihr eine Datei anlegt, habt ihr dann die 600 und bei Verzeichnissen habt ihr die 711. Das macht wenig Sinn, aber es wäre theoretisch möglich. Also die UMAS könnt ihr euch, wie gesagt, selbst festlegen. Ihr könnt euch auch selbst die Rechte wegnehmen oder ihr sagt, boah, alle meine Dateien müssen grundsätzlich die und die Werte haben. Dann tragt die UMAS ein, überhaupt kein Problem, dann könnt ihr das dort automatisch ja, setzen beim Erstellen. Das ist nur das Standardverhalten. Ihr könnt natürlich danach mit chmod jederzeit die Rechte ändern. Aber wenn ihr sowieso immer eine und dieselbe Sorte für Rechte braucht, na, dann macht ihr das über UMask, weil dann ist das Standardverhalten verändert und ihr braucht nicht alle umändern. Okay, UMask ist prüfungsrelevant, deswegen habe ich es nochmal hiermit aufgeschrieben. Als letzte Folie für heute, übrigens die 13. Folie, toll, ne? 13 ist immer eine Glückszahl, glaube ich, hoffe ich, denke ich, hoffe ich, wie auch immer. Dateiattribute. Dateiattribute ist eigentlich nur interessant für die Ext-Dateisysteme, also 2, 3 und 4. LSATR für Attribute zeigt die aktuell gesetzten Attribute an. Probiert das unbedingt aus. Ne? Ansonsten auch unbedingt auf Seite 206 und 207 nochmal reinschauen. Ist leider ein ziemlich langes Kapitel, nützt nichts. CHATR ändert die Attribute. Mit Plus fügt man Attribute hinzu, mit Minus entfernt man sie und mit Ist gleich setzt man sie. Kennen wir schon von unseren Rechten. Bitte schaut euch das einfach selbst nochmal im Buch an. Ich möchte das jetzt nicht alles noch mehr in die Länge ziehen. Ich habe schon fast gedacht, dass das einer der längeren und vor allen Dingen komplizierteren Videos wird. Versucht das in Ruhe nochmal in euren Kopf zu nehmen. Ja, also chmod, wenn das sitzt, dass die drei Zahlen für drei unterschiedliche ja, Bereiche ist, ne? User, Gruppen und Other, wenn das im Kopf ist, dann ist das auch relativ leicht mit dem User-ID, Gruppen-ID und dem Sticky-Bit zu verstehen. Die machen eigentlich nur eine Kleinigkeit und man sieht dann auch, wie sie gesetzt sind. Mit dem S und minus T, das, also mit dem S und mit dem T, wenn man das ein paar Mal gelesen hat, dann versteht man das. Also ich glaube, das klingt hochtrabender, als es in Wirklichkeit ist. Also macht euch da bitte keinen Kopf, schaut euch das in Ruhe an. Ob man das im Alltag wirklich so oft braucht, weiß ich nicht. Aber ihr müsst es ja verstehen, wenn ihr es als Administratoren irgendwo lest, dann dürft ihr euch ja nicht wundern und denken, hä, was ist mit dem System los? Warum steht denn hier ein S statt ein X? Das ist ja total komplett falsch oder sonst was. Ihr versteht dann einfach nur, aha, das ist zum Beispiel ein SUID zum Beispiel. Gut, ihr habt Buchseite 206 und 207 noch offen. Das lest ihr euch in Ruhe durch und dann könnt ihr für heute Feierabend machen, denn das war's für heute. Reicht auch, Kopf brummt, reicht für heute mit Bits, aber wir hatten ja gestern auch eine schöne Pause. Dementsprechend sehen wir uns morgen wieder frisch erholt beim neuen Video. Bis dahin, macht's gut.